dann die Landesmeisterin aus Sachsen-Anhalt über 400, 800 und 1500, Charlene Rost, Sportclub Magdeburg. Hanna Odendahl, LAV Bayer Uerdingen Dormagen mit dabei, die vierte der U18-Meisterschaften des Vorjahres. Dann haben wir Jana-Marie Becker, LG Wettenberg, die Vize-Europameisterin der U18. Katharina Schinke, TSV Schott-Mainz, die Landesmeisterin Rheinland-Pfalz über 1500 Meter. Dann sind wir die zweite des Vorjahres der deutschen U18-Meisterschaften. Das ist Finja Kretschmann, Dreusdorfer LG, Emma Lindner, LG Bamberg. Die sechste der deutschen U20 Hallenmeisterschaften ist schon nominiert für EOF. Und Jasmin Künast, SC Potsdam, das ist die Titelverteidigerin und auch sie war in Jerusalem mit dabei. Die Mädels hatten ja das Glück, dass ihre Vorläufe gestern entfallen sind. Und Lena Becker kontrolliert vornweg. Ist in diesem Jahr ja schon 2:04 gelaufen, also hat da ein unglaubliches Niveau, die junge Athletin aus Wettenberg. Und das demonstriert sie auch ganz kontrolliert, zieht das Tempo an. Ihr kann da erstmal keiner folgen mit der 742 an Position 2. Das ist Hanna Odendahl, LAV Bayer Uerdingen Dormagen. Aktuell auf dem Silberrang liegend also. Und der Kampf um Bronze wird nochmal spannend. Mit der 112. Das ist Jasmin Künast. Die kämpft um Bronze und das dürfte sich ausgehen für die Athletin vom SC Potsdam. Siegerzeit für Jana Becker 2:09:74.